Guten Morgen, wir sind auferstanden. Gleich Kaffee machen, Zähne putzen, Sachen zusammenpacken und dann Wanderung Tag 4 Start kommt. Und dann laufen wir bis nach Wilhelmshaven durch, so ungefähr. Guck mal, Nico, der sitzt hier rum und der hat heute genau hier gepennt. Ich habe hier gepennt, wo ich jetzt gerade sitze. Ich habe bereits meine Isomatte schon eingepackt, zusammengerollt. So wie man Schlafsack zusammengepackt. Und guck mal, ich habe noch 4 Bier dabei. Das heißt, ich habe jetzt gerade meinen ersten Guten Morgen Bier aufgemacht. Guck mal, ich warte darauf, bis dein Kaffee fertig ist. Das heißt, es ist ein Wartebier. Ja, aber guck mal. Hier drüben kann man die ganze Zeit Wasser angucken. Pocken! Das heißt, weil hier Pocken drin sind, sieht das Pferd genauso fertig aus wie mein Kopf. Ich kann das hier reinstellen. In die Tasse. Damit ich gleich Kaffee trinken kann. Das sieht richtig fertig aus. Ich habe den Kaffee leer getrunken und oh Scheiße. Ich glaube, ich habe vergessen zu zeigen, wie ich den Kaffee getrunken habe. Deswegen erzähle ich das jetzt gerade, dass ich den Kaffee getrunken habe. Guck mal, ich habe den Boden voll gespritzt. Und wisst ihr, was das für Spritzer sind? Das kommt von hier, von meinem Weißkraut, was ich doch immer da habe. Das habe ich in dieser Mülltüte drin gehabt. Und diese Flüssigkeiten, was hier rumgespritzt hat, das ist da ausgelaufen von dem Weißkraut. Das heißt, ich habe jetzt eben gerade diesen Band hier genommen und das hier so umgewickelt, damit das jetzt nicht mehr so das Ganze hier voll. So, Sachen sind gepackt. Und jetzt Wanderung Tag 4 Start kommt. Bis nach Wilhelmshaven. Das ist Zielort. Aber ich glaube, nur 15 Kilometer, wie vorhin gesagt. Und dann sind wir dort angekommen. Achso, bevor wir wirklich starten, wollte ich euch unser Pennplatz zeigen. Und zwar hier vorne, das ist ein Blick zur Nordsee. Und hier geht es die Treppe runter. Und hier drunter, also genau hier auf diesem Fußboden, da haben wir heute Nacht gepennt. Und jetzt erstmal diesen schweren Wagen die Treppe hochtragen und dann Wanderung Tag 4 Start kommt. Guckt euch mal an, wie Nico die ganze Zeit auf mich da drüben wartet. Der glaubt die ganze Zeit, dass ich da drüben runterlaufe und dass ich ihm entgegenkomme. Das ist amüsant. Jetzt darf er zurück und gut, wo ich bleibe. Seht ihr das? Ach ja, das ist amüsant, das anzugucken. Ach, jetzt. Ah, jetzt hat er mich entdeckt. Man läuft jetzt dort rum, wo hier diese Schafe hier vorne rumchillen. Also das hier.
Eine Scheiße gezählt. Ja. Cool. Hast du fein gemacht. Hopp, 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 hopp. Oi, 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 oi. So, ich hab meinen roten Bierpower-Tanktop ausgezogen, weil die Temperaturen sind gerade wieder so cool zu uns, dass der D3 scheppert. Und dann haben wir auch noch, wie heißt das Ding? Ein Fantreffen oder wie das heißt? Der von Nico ausgeht. Richtig, bin ich mal gespannt, wer kommt heute. Ja. Ich habe jetzt keinen gestartet, aber es könnte sehr gut sein, dass auch ein paar Zuschauer von mir rüberkommen. Guck mal, da oben fliegt der Hähnchenfleisch. Das fühlt sich an wie Schafwolle oder wie das heißt. Ja. Oh, Scheiße. Das arme Schaf. Dieser Schaf sieht so aus, als ob der sich vielleicht irgendwie sein Bein gebrochen hat oder so. Wir rufen da jetzt auf jeden Fall die 112. Ja, ja. Weil wir können das sicher nicht so kriegen lassen. So, das Schaf wurde vom Schäfer abgeholt, eben gerade, und das hat wirklich extrem lange gedauert, keine Ahnung. Wir saßen, glaube ich, eine ganze Stunde rum oder so. Und dann wurden wir auch noch blöd von den Schäfer angemacht, warum wir nicht einfach weitergegangen sind. Weil er meinte, er hat 3 Anrufe erhalten und damit ist dem Tier überhaupt nicht geholfen. Ich habe das Tier die ganze Zeit beruhigt, dass es nicht andauernd aufsteht, und er meinte, ja, damit ist dir nicht geholfen. Die anderen haben sich gerade bedankt, die anderen zwei, die waren nett. Aber der Schäfer war überhaupt nicht nett. Also nur mal um klarzustellen, die anderen zwei, das waren irgendwie Passanten oder so, die vorbeigefahren sind, und genau in diesem Zeitpunkt kam der Schäfer auch an. Der Schäfer, der war auf jeden Fall sehr unfreundlich zu uns gewesen. Der hat uns angepumpt. Oh, Scheiße. Guck mal, meine Müllsack, der ist kaputt. Das heißt, es fällt immer wieder was aus. Ich brauche dringend einen Mülleimer. Ansonsten muss ich einen neuen Sack dafür opfern. Guck mal, wir haben jetzt hier eine Schutzhütte gefunden. Und diese Schutzhütte, die hat hier einen Mülleimer. Das ist voll cool, das mag ich. Weil guck mal, diese hier, die ist die ganze Zeit hier am aufreißen und so weiter. Also die ganzen leeren Bierflaschen und die ganzen Sachen. Die sind jedes Mal auf den Boden gefallen. Das war voll stressig gewesen, das Ganze hier aufzusammeln. Und deswegen freue ich mich auf diesen Mülleimer. Damit ich jetzt diese... Genau, diese... Tüte mit diesen ganzen leeren Bierflaschen hier reinschmeißen kann. Jetzt hängt hier ein Kaffeebeutel von mir rum. Genau, jetzt ist das drin, weggeschmissen. Hier ist noch ein Bierdeckel. Und jetzt, nachdem ich Müll weggeschmissen habe, machen wir kurz Pause. Hier in dieser Schutzhütte. In dieser Schutzhütte, da habe ich auch schon mal Pause gemacht, wo ich diese Jewe-Wanderung gemacht habe, das weiß ich noch. Das weiß ich noch ganz genau. Da bin ich auch genau diese Richtung hier vorbeigelaufen. Bis nach Jewe. Und ich habe mir gedacht, meine Frikadellenbrötchen, weil ich habe ja noch diese Frikadellen plus Brötchen und Hamburgersoße und das hier, Weißkraut. Dieser ist wunderschön ausgelaufen, sodass meine ganzen Hände und so weiter stinken. Hier nach diesem Weißkrautgeruch. Weißkrautwassergeruch. Und genau, ich dachte mir jetzt, weil ich Hunger habe,
mir Frikadellenbrötchen zu machen. Hier drin, in meinem Campingkocher. Ich habe hier Frikadelle reingemacht, das heißt, langsam Brat kommt. Und bald, wenn das hier fertig gebraten ist, dann Frikadellenbrötchen fertig. Die Frikadelle, die sieht so langsam fertig aus. Das heißt, ich kann die jetzt auf dem Brötchen draufstellen. Das ist, in diesen Brötchen, da ist mittlerweile schon dieser Weißkraut drauf. Genau, jetzt kann ich diese verbratene Frikadelle draufstellen. Ein bisschen Hamburgersoße drauf machen. Und jetzt das Ding hier drauf machen. So. Fertig ist mein Frikadellenbrötchen. Frühessen ist fertig. Schmeckt zwar ein bisschen alt, also nicht mehr so frisch, aber die Brötchen sind ein bisschen abgehärtet, aber trotzdem schmeckt das, kann man essen. Deswegen warum nicht? Kleiner Snack für zwischendurch, was warm ist. Voll cool. So, ich habe mal Frikadellenbrötchen aufgegessen. Und jetzt werde ich mit Sonnencreme so ein bisschen mein Rücken und Schulter eincremen. Weil nicht, dass dann gleich Rot kommt. Und das brennt und so, und dass da dann Hautbeschädigung kommt, dass da die ganzen Hautfetzen dann aus dem Rücken rausfallen. Das ist natürlich jedes Teil, wenn man da ist, immer extra Geld haben will, ne? Jetzt weiter zugelaufen, bis komplett bis nach Wilhelmshaven. Wir haben kaum noch Wasser. Guck mal, hier ist so ein versiffter Flugzeug gerade gelandet. Guck mal, da vorne startet ein Hubschrauber. Leute, wir sind in Wilhelmshaven angekommen. Da hinten ist ein See. Ich werde da gleich reinspringen. Und der Nico, der geht zu sich nach Hause. Der wohnt irgendwie, keine Ahnung, 3/4 Stunde oder so entfernt. Und der holt sich was zu trinken, der duscht da drin. Und ich werde jetzt gleich hier vorne an diesem See ein bisschen rumschwimmen und duschen und mich sauber machen und rumschwimmen und dann schickt er mir die Koordinaten und dann laufe ich dahin und dann treffen wir uns irgendwo in Wilhelmshaven drin und dann kommt Fantreffen von ihnen. Genau, bis gleich Leute, ne? Ja. Bis gleich. Guck mal, ich habe jetzt hier diesen See gefunden und da werde ich jetzt gleich einmal reinspringen, damit ich diesen salzigen Fettfilm, dass das von meiner Haut runterfällt. Mit Hilfe von diesen Flüssigkeiten, die da vorne rumschwimmen. Und deswegen haben wir uns so entschieden, dass ich hier einmal hier reingehe und danach irgendwie mich dann wieder mit Nico treffe. Und dann kommt der Fantreffen, nachdem ich dann diesen Salzfettfilm runterfallen gelassen habe durch diese Flüssigkeiten. Coole Idee, oder? So, ich war jetzt drin gewesen und ich würde sagen, das wäre eine voll coole Abkühlung gewesen. Aber jetzt ist meine Boxershorts nass. Das heißt, dass wenn ich gleich meine Hose anziehe,
dass meine Hose auch gleich nass wird. Aber ich fühle mich jetzt auf jeden Fall viel frischer als davor. Und, guck mal, guckt euch mal meine versiffte Haut hier an. Die pellt langsam. Das sieht unschön aus. Das ist uncool. Das ist ungeil. Ich mag das nicht. Das muss abfallen. Diese tödliche Haut. Das muss runtergekratzt werden. Das stört mich. Ach, Scheiße. Jetzt habe ich Wasser im Ohr. So, ich habe da gerade gebadet. Da drin. Meine Sachen hier wieder eingepackt. Und jetzt gehe ich zu nach Richtung Nico. Der hat mir Koordinaten dahin geschickt. Und dann treffen wir uns gleich da. Und dann kommt ein Fan-Treffen seinerseits aus. Ich bin gespannt, wie es wird. Aber auf jeden Fall gehe ich jetzt dahin. Das sind ungefähr, weiß ich nicht, etwas mehr als eine halbe Stunde Fußweg von hier aus. Oder vielleicht eine Dreiviertelstunde, mal sehen. Aber so ungefähr. Genau, und deswegen gehe ich jetzt los. Guck mal, ich laufe gerade an einer Firma vorbei, die hier diese Vollfetttransportmittel in Farbe Urin produzieren. So, jetzt noch ungefähr ein Kilometer oder so, bis ich dann dort angekommen bin. Zum Treffpunkt. Ich bin mal diesen Treffpunkt angekommen und hier sind noch mehr Leute. Moin. Und guck mal, da ganz hinten, da ist ein Kiosk. Ich glaube, ich werde da erstmal Bier kaufen gehen. Und dann laufen wir nach Richtung Ortschaftsmitte. Und dann sind da vielleicht doch mehr Leute. Ich habe gerade beim Kiosk Bier gekauft. Und zwar 6 gekühlte Astra habe ich mir gekauft. Die waren aus dem Kühlschrank, weil die hatten keine 6er-Träger oder so. Deswegen habe ich dann 6 Dosen gekauft. Wow, nicht, schmeckt auch gut. Und deswegen... Und deswegen, geprost. Und gleich beginnt Fantreffen. Seitens von Nico. So, wir sitzen jetzt hier an diesem Treffpunkt rum und es haben sich ein paar Leute versammelt. Und man chillt hier rum. Nein, was wir schon länger geplant haben, das ist Wie ist das auch noch? Kann ich drehen? Bierpower! So, wir begehen uns gerade auf dem Weg zu Timo. Das ist ein Kumpel von Nico. Und dort werden wir ja so ein bisschen dort sein. Bisschen chill, ich das. So, wir sind jetzt bei ihm hier zu Hause, bei Timo. Hier werden wir so ein bisschen ja chillen, rumchillen, unterhalten, nichts tun. Schön gucken. Genau, das werden wir jetzt machen. Hoffe ich. Hier, guck mal, wir haben Essen bestellt. Das mit Lieferung und sowas. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Genau, das. Dankeschön. Cheeseburger. Cheeseburger und Pizza. Und Pizza und Salat. Und Pohommes und sowas. So, mein Zug, der kommt gleich oder bald oder so. Und deswegen, ich werde dahin gebracht, fußläufig. Zum Beispiel er hier kommt mit zum Bahnhof. Genau. So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Bahnhof, zum Hauptbahnhof von Wilhelmshaven.
Die drei vor mir, also die begleiten mich bis zum Hauptbahnhof. Aber wir laufen jetzt zum Hauptbahnhof, damit ich dann mit dem Zug nach Hause fahren kann. Mit dem allerletzten Zug, was dann heute noch fährt. So Leute, hat mich übelst gefreut, auf jeden Fall, waren echt ein Tag. Also waren vier coole Tage, Wiederholungsbedarf. Auf jeden Fall. Und komm gut nach Hause, ne? Mach ich. Haut rein, Leute. Ja. War cool gewesen. War cool. Geht schon. Oh Scheiße, man fährt Bahn. Man fährt rum. Das heißt, ganz viele Maden und Raupen und Motten und Fledermäuse und Vögel und so weiter. Die vermehren sich in mein das, was ich jetzt gerade anhabe. Aber ich fahre jetzt gerade zu Oldenburg. Da ist Umsteighaltestelle. Und wenn ich dann dort angekommen bin, bei dieser Umsteighaltestelle, dann keine Ahnung, welcher Zug ich nehmen soll, aber auf jeden Fall ein Zug, der mich nach Bremen führt. Ich bin jetzt in Oldenburg und oh Scheiße, mein Umsteigzug, den habe ich verpasst. Ich habe versucht, sofort umzusteigen, aber der Zug ist einfach weggefahren. Und guck mal, laut diesem Fahrplan da vorne muss ich jetzt wirklich bis zum nächsten Tag um 4.06 Uhr abwarten, bis mein nächster Zug kommt bis nach Bremen. Also jetzt haben wir es 20 nach 12. Ich muss jetzt bis 4.06 Uhr abwarten, bis der nächste Zug kommt. Egal, dann werde ich mich hier irgendwie auf den Bahnhof irgendwie so ein bisschen hinhauen. Ein kleines Nickerchen machen. Weil ich so lange auf meinen Zug warten muss, also anstatt bis zum 12.06 Uhr um 4.06 Uhr, habe ich jetzt hier meine Isomatte hier so ein bisschen auseinandergelegt. Extra damit ich hier so ein bisschen rumlege und vielleicht auch eine Runde Schlaf tue oder so. Aber Hauptsache, dass ich irgendwie diese Wartezeit schnell vertrieben bekomme. Wie man sieht, hier 4.06 Uhr kommt mein Zug. Oder 4.06 Uhr fährt mein Zug ab. Und wir haben jetzt 4.01 Uhr. Und dieser Zug, der ist angekommen. Das heißt, ich werde jetzt in den Zug eindringen. Jetzt erstmal einsteigen. Ich bin eingelaufen. Anstrengend. Ich fahre jetzt mit diesem Zug bis nach Bremen. Ich bin gerade im Bremen Hauptbahnhof angekommen und jetzt werde ich zum Straßenbahnhof hinlaufen, um von dort aus mit der Straßenbahn nach Hause zu fahren. Ich bin jetzt gerade im Straßenbahnhof und meine versiffte Straßenbahn kommt an. Das heißt, ich werde jetzt hier einlaufen und mit der Straßenbahn nach Hause fahren. Ich bin gerade eben zu Hause angekommen und das war voll cool Tour gewesen. It's Nico hat die Tour auch dokumentiert. Also wenn ihr die Videos aus It's Nicos Perspektive ansehen wollt, dann das habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Ich werde jetzt die Videodateien rüberziehen und mich eine Runde schlafen legen. Ich glaube, genau das mache ich jetzt.
Oh Scheiße, guck mal. Hier, ganz viel Regen kommt. Wir haben doch nicht mal 3 Kilometer geschafft. Und das fängt gut an. Ich habe genau hier auf diesen Scheißboden übernachtet. Hier dieser Sparkasse.